Hallihallo, ich bin der Sam und heute gibt es ein Forschungsvideo von mir. Wenn ihr draußen komische Gesänge hört, dann ist es keine komische religiöse Prozession. Doch, eigentlich schon. Es ist nämlich heute St. Martinstag und vor meiner Haustür laufen anscheinend ganz viele Kinder rum. Warum man das bei Tageslicht macht, da scheinen doch gar keine Laternen. Das hat jetzt aber gar nichts mit dem Thema zu tun, denn Vorstellungsvideo. Ich bin der Sam, ich bin furchtbar schlecht in Vorstellungsvideos, deswegen halte ich das jetzt ein bisschen kurz und knapp. Außer ich komme wieder ins Labern, dann wird es doch länger. Ich bin 24 Jahre alt, komme eigentlich aus Oberbayern in den Voralpen. Sehr schön da, kommt alle mal vorbei. Wohne aber seit so 4 Jahren circa in Berlin. Ich bin fürs Studium raufgezogen, habe am Anfang ein bisschen rumstudiert. Dann habe ich Islamwissenschaft studiert und mache das jetzt auch gerade fertig. Muss jetzt auch meine Bachelorarbeit abgeben. Habe aber dann gemerkt, das passt nicht so ganz zu dem, wo ich beruflich hin will, und studiere deswegen jetzt nochmal soziale Arbeit. Bin auch tatsächlich nicht so der größte Berlin-Fan, das heißt, wenn ich mit meinem sozialen Arbeitsstudium fertig bin, dann gehe ich auch wieder weg aus Berlin, aber das hat jetzt ja noch so ein bisschen Zeit. Noch dazu bin ich jetzt schon seit ein bisschen über 2 Jahren in einer Beziehung und bin trans und werde deswegen den eher binären Trans-Teil dieses CSD Karlsruhe YouTube-Projekt übernehmen. Ich sage eher binär, weil ich mich nicht wirklich als binär einsortieren würde. Habe jetzt aber noch nicht wirklich ein Label gefunden, das passt. Es hat aber tatsächlich nicht wirklich einen krassen Einfluss auf meinen Alltag, welches Label ich jetzt habe oder nicht habe. Deswegen bin ich nicht wirklich aktiv auf der Suche und bezeichne mich meistens einfach nur als trans oder transmaskulin. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Transition-technisch habe ich schon relativ viel hinter mir, was ich hinter mich bringen wollte. Ich bin seit über 3,5 Jahren auf Testo und habe auch schon relativ viele OPs durch, die ich machen wollte. Es gibt jetzt an dieser Stelle keine Einzelheiten zu irgendwelchen OPs, die ich gemacht habe oder noch machen werde. Das kommt wahrscheinlich noch in einem der anderen Videos, wenn es euch ganz brennend interessiert. Ich habe auch noch einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich quasi meine ganze Transition dokumentiert habe. Den Link mache ich mal in die Beschreibung rein, dann könnt ihr mich da stalken, so viel ihr möchtet. Jetzt habt ihr irgendwie alle meine Basics gekriegt, die mir so eingefallen sind, aber ihr kennt mich trotzdem noch nicht so wirklich. Ich zähle jetzt einfach noch so ein paar random Sachen auf, die mir einfallen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich heute ein bisschen fettig aussehe. Naja, eigentlich wisst ihr nicht, wie ich normalerweise aussehe, deswegen ist es euch vielleicht nicht aufgefallen. Auf jeden Fall sehe ich nicht immer so fettig aus, aber meine Freundin und ich waren das Wochenende weg. Waren in London und haben uns Hamilton angeschaut, das Musical. Das ist der erste Fun Fact über mich. Ich liebe Musicals. Es muss eigentlich nur jemand irgendwo anfangen zu singen und dann finde ich es gut. Der Plot wird mir dann scheißegal. Das ist tatsächlich so ein bisschen fragwürdig. Aber Hamilton, da ist der Plot und die Musik gut. Schaut es euch an oder hört es euch an. Tut irgendwas damit. Mögt es. Der andere Fun Fact. Oder der nächste Fun Fact eher, ist, ich tanze super gern. Ich tanze mit meiner Freundin Rock'n'Roll. Rock'n'Roll ist dieser 50er-Jahre-Tanz, wo man ganz viel Akrobatik und Hebefiguren und Fallfiguren und sowas macht und es irgendwie mal relativ krass aussieht. Dann tanzen wir auch noch Knotentanz. Und Knotentanz ist ein wirklich witziger Tanz, das kennt fast keiner. Aber der Tanz hat quasi keinen Grundschritt und nur Figuren. Und die Figuren sind auch nicht so schwer, sehen aber immer geil aus und es sieht immer so aus, als würde man sich verknoten. Deswegen der Name Knotentanz. Ja, ich mache auch noch super gerne Sport. So Kraftsport mache ich mehr, so Calisthenics, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Und sonstiger Sport, ich gehe mega gern wandern. Ist in Berlin jetzt nicht so gut möglich, aber immer wenn ich außerhalb von Berlin bin, vor allem wenn ich zu Hause bin, dann gehe ich ungefähr jeden Tag auf einen Berg. In Berlin bin ich halt trotzdem gerne in der Natur. Bin ja dann immer ganz viel in Parks und so. Einer meiner Nebenjobs ist auch in einem Park. Ich arbeite in einem Hochseilgarten, was super chillig ist. Und mein anderer Nebenjob, das sind so erlebnispädagogische soziale Trainings, also auch Bewegung und so weiter. Was gibt's sonst noch zu sagen über mich? Ach ja, ich mache auch bei einem Aufklärungsprojekt mit, wie Joe. Bei uns in Berlin heißt das AB Queer oder eins davon. In Berlin gibt es, soweit ich weiß, mehrere. Wir gehen da an Schulen und halten da halt Workshops ab über Antidiskriminierung, Sexualität, geschlechtliche Vielfalt und so weiter und so fort. So, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich habe jetzt auch, glaube ich, länger gelabert, als ich das wollte. Deswegen wünsche ich einen schönen Dienstag und dann bis die Tage.